Überraschung für Horst. Der erste Verkäufer heute im Promi-Spezial ist Johann Lafer. Herzlich willkommen, hier ist Lafer nicht der Lecker. Sterne-Gastronom und Fernsehkoch, das ist Johann Lafer. Und noch dazu seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich finde das alles großartig, meine Gefühle sind da. Und deshalb besucht Johann Lafer heute Bares für Rares und hat für seinen Freund nicht einfach irgendeine Rarität aus dem Regal gezogen. Es ist wirklich schwer für mich, weil ich liebe Kochbücher. Ich schätze sie sehr und ich muss auch sagen, ich habe schon viele Anregungen daraus geholt. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderes. Johann, mein Spatz, komm zu mir. Oh. Gott, guck ihn dir an. Das ist mein Verlobter. Dass ich in diese heiligen Tage rein darf, mein lieber Mann. Ist er nicht, ja? Komm, ich komme dir ein Stückchen entgegen. Johann, ach, ist das schön, dass du dabei bist. Darf ich dir vorstellen? Albert Meyer, einer unserer Geschenk für mich? Ja, vielleicht. Vielleicht. Daraus kannst du was lernen hier. Ist mir klar. Komm, da kommen schon direkt wieder so kleine Spitzen. Ne? Und, Buch ist klar, hätte ich mir denken können. Vielen Kochbuch, Dank für die Einladung. Johann, ja, Kochbuch, klar. Was sonst? Klar, ja. Doch die erste Enthüllung wartet schon auf Herrn Lafer. Das ist kein Kochbuch. Was dann? Das ist ein Arzneimittel-Rezeptbuch. Wenn Sie nach den Sachen kochen würden, das Lokal wäre in einer Stunde leer, bin ich mir sicher. Da bin ich ja froh, dass er nie was draufgekocht hat. Jetzt mal ohne Witz, ist es wirklich ein Arzneimittelbuch? Das ist ein Arzneimittel-Rezeptbuch, tatsächlich. Das hat mit Kochbuch nichts zu tun. Alberts Expertise ist wie immer eindeutig. Doch der berühmte Koch will so leicht nicht aufgeben. Ja, aber da stehen doch hinten Rezepte drinnen. Ja, die sind handgeschrieben. Ja, aber da habe ich gegessen, schon hinten da so Karpfen in gelber Soße mit Safran oder so. Ja, aber das sind nur Heilrezepte. Ach. Ja, ja. Siehste, mein Johann, ich sage doch. Wir haben mehr gemeinsam wie wir glauben. Viele vortrefflichen, sonders bewährten Mitteln und wunderheilsamen Arzneien. Yeah. Wieder unterschiedlicher Zustand. Genau. Also es ist kein Kochbuch. Entschuldigung, wenn ich da widerspreche, aber das ist trotzdem interessant. Hat der Mann wirklich Ahnung? Ja, das ist leider Gottes so. Ehrlich? Ganz überzeugt sieht Johann nicht aus. Du hast da hinten aber so gelbe Zettelchen drin hängen. Ja, Johann, ja. Ist aber Besonderes, hat aber mit mir zu... Was steht da drauf? Unsinnigkeit? Ja. Sag mal, das ist so eine Anspielung auf mich, oder? Wahrscheinlich ist es so, oder? Johann? Ich hab's erst mal auf. Das muss man lesen. Ist kein Witz jetzt, was man gegen Unsinnigkeit machen kann oder sollte. Eins zum Beispiel weiß ich auswendig: Man gebe ihm Schweinemilch von Zeit an und stell ihn ruhig oder lass ihn ruhig liegen. Ja? Richtig, richtig. Die erste Frage war schon mal: Wo kommt die Schweinemilch her? Das ist eine ganz blöde Anspielung auf mich. Ich wusste es doch. Unsinnigkeit. Meinst du, das ist heilbar? Unterhaltungswert hat das Buch, aber die harten Fakten fehlen noch. Vor denen wird auch ein Prominenter hier nicht verschont. Man kann es hier bei Ihrem Buch nicht genau datieren, wann es gedruckt wurde. Es wurde in Wien in Österreich gedruckt. Aber man kann es aufgrund... Was ja wieder passt. Er wurde ja auch da gemacht. Man kann es aufgrund hier von der... Maria Theresia, die hier gezeichnet hat, sagen, und Maria Theresia ist 1717 geboren und dann dürfte das Buch so um 1750, 1760 sowas gedruckt worden sein. Also das kann man feststellen. Aber ist es auch selten? Also der Granatapfel, wie das Buch hier heißt, ist in guten Antiquariaten nach wie vor zu erwerben. Das hier? Ja, das hier. Also es ist schon eine Rarität und auch eine Seltenheit, aber das gibt's. Gibt's. Das gibt's. Johanns Schätzchen ist leider weder ein Kochbuch noch ein Unikat. Kann er überhaupt noch hoffen auf Bares für Rares? Schließlich will er den Erlös dem Verein Mainzer Herz spenden. Lieber Albert, ja. Was kann ich erwarten? Um eine reelle Bewertung nach diesem Zustand ohne Promi-Bonus wäre ich bei 800 Euro. So, mit Promi-Bonus? Du musst ihn direkt wieder aufbauen. 1.500, vielleicht auch 2.000. Und somit hätten wir eine nette Summe, Johann. Also das würde mich sehr freuen, weil, muss ich wirklich sagen, das übertrifft auch meine Vorstellung. Also ich habe gedacht, ungefähr 1.000er, ja, das war so meine Vorstellung. Ja. Aber da würde ich mich für die Stiftung sehr freuen, wenn das 2.000 Euro werden. Ja. So, Johann, Händlerkärtchen für dich.
Danke. Auch du musst das hier haben. Jetzt darf ich das erste Mal anfassen. Ja. Bitte schön. Und lass dich bei den Händlern nicht zanken. Gut, dann viel Spaß, danke, viel Glück, ja. Johann. Ich drücke ganz arg die Daumen. Also ich muss sagen, die Sympathie ist etwas gestiegen. Ja? Okay. Etwas. etwas. Aber jetzt ganz verstehen. Guck mal, im 10. Jahr darf ich neben diesem Herrn am Ofen stehen und mittlerweile darf ich auch schon mal probieren bei ihm. Das wird noch mal. Schön für dich. Die werden mich erstmal jetzt richtig kennen. Ich wollte immer schon mal so wie sein wie der Typ da auf dem Hamburger Fischmarkt. Ich werde Gas geben. Und das muss Johann Lafer auch, denn unsere Händler machen es niemandem leicht. Einen wunderschönen guten Tag. Grüß Gott, arme die Herren. Grüß Gott, Herr Lafer. So, bitte sehr. Das ist bestimmt ein Kochbuch. Die heilige Kochbibel. Ein Kochbuch? Ich würde es mir erst mal anschauen. Guter Tipp, nur keine voreiligen Schlüsse. Warum hat er denn hier... Ganz so früh, das Buch. Ich sehe schon, wo die Blätter sind, das. Susanne, du sollst das nicht kaputt machen, der Redder hat den Sekt kaputt gebrochen. Junge Mädel. Also ich kann das auch nicht deuten. Es steht was, auf was, dran. Was ist das dann jetzt? Butter bei die Fische. Das ist ein Arzneimittelbuch, aber auch ein Teil davon ist ein Kochbuch. Ah, doch ein Kochbuch, war ich gar nicht so falsch. Heilkunde und so. Heilkunde, ja. Ja, das sind noch die alten Hexenbücher. Ich dachte schon eine Bibel, zum Glück keine Bibel. Nee, aber da steht so drin. Was man macht gegen Unsinn oder gegen Herzwurm und alles Mögliche. Mhm. Spielt denn der Zustand von so einem Buch eine große Rolle für den Preis? Ja. Für die Sammler auf alle Fälle, ja. Ja? Ja. Weil die Bücher sowieso schon schwer verkauft werden, auch wenn sie alt sind. Ne? Aber die wollen ja immer Top-Zustand haben. Und also es kommt natürlich auch immer darauf an, um welches Buch es sich handelt. Wir hatten auch mal eine Lutherbibel von Hans Luft. Da spielt der Zustand dann natürlich auch eine Rolle, aber ist eher untergeordnet. Aber bei diesen Werken würde ich sagen schon, ja, hat man schon arg drin rumgekriegt. Ja, das haben irgendwelche Kinder wahrscheinlich. Ich möchte jetzt dazu sagen, das Buch ist von Lava, da steigt ja schon wieder der Wert. Ja. Das hebt schon wieder einen Wert hoch. Da bin ich ja froh. Gibt es Autogramm, nein? Ja. Das ist immer gut. Da bin ich ja froh. Das schließt weg, die Medaille. Das ist auch schlecht. Die Stimmung ist verhalten, aber Herr Lafer erwartet jetzt Gebote. Ich fange mal mit 80 Euro an, da wird der Brühl ja wohl wert sein hier. Also. 80 Euro fürs Anschauen? Ja gut, okay, dann fange ich jetzt mit 100 Euro an. Ich meine, die müssen ja auch mal wach werden hier neben mir. Also sehr großzügig, muss ich sagen. Wahnsinn, damit hätte ich nicht gerechnet, bis 100 Euro. Herr Lafer, wissen Sie noch, was Sie damals bezahlt haben? Nein. In 20er. In Schillingen wahrscheinlich, haben Sie in Österreich gekauft. Ach, in 20er, nein. Also lange Rede, kurzer Sinn, Herr Lafer. Sie sind Österreicher, ich bin Österreicher, 300 Euro gebe ich Ihnen. 300 Euro? Ja. Moment, vielleicht kommt noch was. Aber das ist schon einmal... Ich nehme das erstmal gerne so zur Kenntnis. Okay. Dann sag ich 350. Wir kochen ja so gerne. Wie schaut's aus mit 400? Oh, jetzt ist aber... Darüber denke ich erstmal gar nicht nach. Ehrlich? Nee, Leute. Was ist denn mit den Bayern? Die sind doch sonst immer so... Ja, aber... 500. Wie wär's mit 800 bei den Bayern? Ach, ich gebe nicht aus. Gib's nicht aus? Nein. Also ich würde Ihnen 600 Euro geben. Reicht das schon? Ludwig? Wir sind sympathisch, wir zwei. Komm. Das sowieso. 650. Komm, das ist gut bezahlt. Ach, um Gottes Willen. Jetzt kommt der noch. Jetzt wird Johann, sind die böse zu dir? Die sind hier. Ja, jetzt sind die zwei Richtigen also zusammen. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, die haben von alten Büchern gar keine Ahnung. Ja, die haben schon Ahnung, aber das sind Händler. Guck dir die zwei Händler an. Jetzt, ja, jetzt machen wir auch ein Jackett auf. So, also, wie macht er das? So macht er das. So. Also die sind bei 650 für das Buch. Das kann man nicht akzeptieren, Johann. Fabian, du als junger, aufstrebender, zukünftiger Antikexperte und Händler. Ja. In Leipzig gibt es wunderbare alte antiquariatische Bücher, aber noch nicht so etwas. Das ist wohl wahr, aber 650 Euro ist... meiner Meinung nach ein sehr guter, gut bezahlter Preis. Jetzt seid doch mal ehrlich, Leute. Das ist doch ein Witz, 650 Euro für das Buch. 650 für so einen Prügel, jetzt sind wir mal ehrlich. Das ist schon 500 zu viel.
Das war Klartext. Man jetzt dabei sein. Jetzt haben wir's. Er kommt aus der Eifel. Und da gibt es nur Kartoffelbauern, oder was? Nein, da gibt ganz tolle Menschen, aber das ist, wie soll ich sagen, ne? Ja, ich glaube, du entschuldig viel, ja. Ich glaube, du hast 1500 bis 2000. Das ist der Wert, ja. Wolfgang schafft einfach Tatsachen. Guck mal, was da passiert. 1000. Guck mal. Ich lasse euch noch mal kurz alleine. Weil ich glaube, Johann, ich habe schon mal einen kleinen Sprung wieder dazu getan. Ja, sehr viel. Und ich wollte nur sagen, ich liebe euch. Ich kann doch jetzt alle bedürfen. Und ich weiß, wer das gerne hätte. Glaube, mehr sage ich nicht morgen dazu. Bei einer Tasse Maggi-Suppe sind die zwei hier über der Buch am Schwade. So, wie schaut's aus? Also, ich zück noch einmal. Und das ist jetzt allerletzte. Siehst du, noch und wenn Sie jetzt Nein sagen, Herr Laffer, dann soll es wirklich nicht sein. Vier Scheine, aber jetzt okay. Oberkante, Unterlippe. Jetzt bin ich durch. Greift der Sternekoch jetzt zu? Ich gebe ihm das jetzt. Ja. Und er kriegt von mir, weil er so nett war, noch ein Essen. Super. Das hat er auch verdient bei dem Prügel. Ja, siehst du mal. Bitte schön. Danke. Die Formalitäten machen wir später. Genau. Österreich liegt Österreich. Er hat den besten Preis rausgeholt damit. Okay. Danke, gute Nachhausefahrt. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ade. Von dem kann man noch was lernen, das sage ich euch. Joa, mein Engelchen, war meine Hilfe noch richtig? Gott sei Dank bist du gekommen, aber ich muss sagen, das sind solche Halsabschneider da. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wie zäh das Ganze ist, ja? Bis ja, die endlich mal die Kohle aus ihrer Tasche rücken. Das sind Händler. Wie viel Geld gab es jetzt? Also ich habe jetzt 1100 Euro bekommen. Johann, danke, dass du da warst. Gerne. Hier vorne geht's raus, Johann. Danke. Tschüss, mein Schatz. Ja, ciao.